Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Sorry, dass etwas länger nichts kam, aber irgendwie habe ich voll vergessen, etwas zu tun. Es tut mir leid, aber ja, dafür kommt jetzt wieder ein Video. Ich erzähle euch so, wie die norwegische Schule ist, also die Schule, in die ich gehe jetzt persönlich und auch so ein bisschen das Schulsystem. Ja, man geht 13 Jahre in die Schule. Die ersten so 7 oder 8 Jahre, weiß nicht, bekommt man keine Noten. Ja, also, ja, ich weiß nicht wie lange. Und dann, ja, bekommt man halt Noten. Dann, wenn man in der 10. ist, kann man, ja, okay, ja, dann kann man halt auf eine weiterführende Schule gehen für 3 Jahre und gehen alle 2000er und 2001er, so, also jeder Jahrgang geht für sich in eine Klasse. Also wenn du 2001 geboren bist, dann bist du mit allen, die 2001 geboren sind, in einer Klasse. So, ja, also man kann nicht so gut sitzen bleiben, weil zum Beispiel in Deutschland oder so, oder in in der Schweiz kann man also sehr gut sitzen bleiben, aber hier in Norwegen halt eher nicht so. Ja, die beste Note ist in Norwegen die 6 und die 1 die schlechteste. Bei mir persönlich in der Schule ist so, die Schüler sind also jetzt so nicht so gut. Also, ja, bei denen ist, sie sind, also ich finde, sie sind nicht traurig, wenn sie eine 3 haben. Dann denken sie, ist ja so, okay. Aber halt, ja, bei uns in der Schweiz ist so eine 3, also eine 3 ist wirklich also nicht gut, weil ja, ist einfach ungenügend. Und ja, aber ich finde irgendwie, das stört sie nicht, also keine Ahnung. Ja, also bei uns in der Schule kann man frühstücken, gratis, ja. Das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Das ist sehr gut, ja, also wir haben eine Kantine, ja, da kann man dann auch Essen kaufen, aber man kann auch selber mitbringen, so wie, ja, überall. Wir haben auch so einen Tisch, Fußballtisch, der ist, ja, den, also ich spiele sehr oft mit einer Kollegin, halt, ja, in den Pausen, und ja, das ist sehr gut. Wir haben auch eine Ping-Pong-Platte. Tischplatte, ja. Dort spielen halt aber eher die Jungs und dort sind auch sehr viele immer. Und dann schauen auch immer sehr viele zu, ja, sehr gut. Und jetzt auch beim Fußballtisch, ist so, also die Norweger, finde ich, sind relativ offen. Dann, wenn zum Beispiel 2 spielen, dann fragt meine Kollegin, sehr aus Norwegisch halt, ja, ja, ob wir mit ihnen mitspielen können und so. Und dann sagen sie halt ja und dann spielen wir mit ihnen oder halt auch so gegen sie. Ja, und ja, das ist sehr gut. So können wir sehr oft spielen. Ja, und ja, wir haben auch ich bin in einer Sportklasse. Wir haben sehr viel Sport, jeden Tag, ja. So die Schule geht von mir von 7:45 bis allerspätestens 3:20. Ja, zweimal haben wir bis um 2:40 Schule und einmal bis um 3:55, ja, genau. Ja, ist sehr gut, weil das ist nicht so lang, ja.
Also ja, die Fächer, also wir haben kein Englisch mehr, weil irgendwie das haben sie dann nur ein Jahr und ich bin im zweiten Jahr von den 3 Jahren. Ja. Ja, aber sonst haben sie so ähnliche Fächer, außer sie haben so Sozialwissenschaften und das hatte ich an meiner Schule nicht. Ja, keine Ahnung. Hä? Und Norwegisch ist so manchmal, also so mit norwegischer Geschichte auch und auch, ja, wir machen jetzt viele, also wir fangen jetzt auch an mit Sagen und so. Ja, ist nicht so. Und wenn man dann in der dritten, also in der 13. Klasse ist, im FG3, dann hat man von April bis Mai feiert man, also ja, man feiert, man macht halt Partys und so einen ganzen Monat lang. Und danach hat man Abschlussprüfungen. Ja, das ist auch nicht so toll. Ja, okay, aber dann ist man dafür mit der Schule fertig. Ja, das ist gut. Ach ja, genau, also ist so, du kannst während dem Unterricht darfst du essen und trinken. Das ist sehr speziell, weil also wir durften im Klassenzimmer überhaupt nicht essen. Ja, aber das ist sehr gut, weil manchmal hat man Hunger, weil die Stunden gehen manchmal auch 1,5 Stunden am Stück. Aber die meisten machen halt 5 Minuten Pause, weil es einfach zu anstrengend ist, 1,5 Stunden sich zu konzentrieren. Und ja, aber es macht eine Lehrerin, tut es nicht. Und es ist immer so anstrengend, weil sie redet dann wirklich einfach 1,5 Stunden und wir müssen ihr dann einfach zuhören. Ich so, ja. So, alle so halb am Schlafen. Ja, und manche schlafen auch wirklich richtig. So, ja. Toll. Aber ja, die Schule ist ganz gut. Also mir gefällt es. Ja. Wir haben auch so Schließfächer, halt, ja, ganz normal. So, das war's mit dem Video. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!